Hallihallo, Hallöle und willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play Fiesta Online. Ja. Du kannst auch natürlich ganz kräftig Hallo sagen, ne? Hallo? Ich mein, wenn ich zu Ende anmoderiert habe, ist alles kein Problem. Ne? Ja, wir waren in der letzten Folge, waren wir ein bisschen stehen geblieben bei den neuen Titeln, also sprich halt jetzt immer wieder dieselben Titel, also sprich halt Call of Duty 1, 2, 3, 4, 5, 6000 und ja, was auf jeden Fall bald neu rauskommt oder was momentan auch, glaube ich, in der Beta steckt, weiß gar nicht, wie lange die noch läuft, Battlefield 1. So, ich für meinen Teil muss sagen, ich finde Battlefield 1 aber gar nicht so schlecht. Das hat den Hintergrund, dass man halt auch wirklich Fahrzeuge halt benutzen kann und damit halt gegebenenfalls ein bisschen was auf der Karte halt auch anstellen kann. Ne? Und das ist halt momentan auch das Spiel, was eigentlich am meisten gehypt wird, finde ich persönlich. Ich weiß nicht, kennst du Halo, die Reihe? Ich habe schon mal von gehört, aber noch nie gespielt oder gesehen. Okay. Auf jeden Fall, das war einer der ersten Computerspiele, die ich damit hatte. Und da war ich halt richtiger Noob gewesen halt, ne? Und aber ich fand das halt dann ultra witzig. Ich hab mich da eingeloggt so auf dem Server. Das war dann, glaube ich, auch das erste Internetspiel, was ich dann so richtig gespielt habe. Und so eingeloggt, das war ultra alt damals auch schon, ne? War vor 6, 7, 8 Jahren. Und ich fand das dann ultra witzig, da hast du halt die Karte gehabt, ne? Also wirklich so eine ganz normale Standardkarte halt mit deckungsgleich halt, aber mit gegenüberliegenden Bases. Da war es damals das Ziel, die Flagge vom Gegner zu stehlen. Und dann hatte man da verschiedene Möglichkeiten, das zu erreichen. Also man konnte halt hinlaufen ganz normal und dann halt mit seiner Waffe halt schießen. Da gab es auch, glaube ich, auch noch verschiedene Waffen, die man dann im Spiel selbst oder auf der Karte halt einsammeln konnte. Dann konnte man mit Fahrzeugen fahren. Dann konnte auch nochmal in das Fahrzeug, konnte dann noch ein Zweiter einsteigen. Ne, der Zweite hat dann auf dem Beifahrersitz hat er dann rumgeballert. Hört sich an wie GTA. Und dann gab es auch noch irgendwie so einen, der auch noch aufs Geschütz konnte und so weiter und so fort. Und konnte damit dann halt auch noch irgendwie von hinten schießen und so weiter. Ja, wie gesagt, hier war auf jeden Fall Capture the Flag, war der Mode. Gut, ich glaube ich auch Deathmatch, aber ich glaube Capture the Flag war beliebter gewesen. Auf jeden Fall gab es weniger Deathmatch-Karten. Und dann konntest du halt natürlich auch noch irgendwie, was konntest du noch machen? Du konntest halt noch so einen kleinen, und nicht nur einen Transporter, konntest du auch noch irgendwie so, einen Panzer konntest du auch noch fahren. Aber der war dann eher so auf wirklich massiven Schaden dann halt so ausgerichtet. Was könnte man noch machen? Ich glaube, so einen kleinen Flugleiter, weil das ja so eher, wie soll man sagen, zukunftstechnisch orientiert ist. Und und dann konnte es halt noch einen ganz großen Paraglider sozusagen fliegen. Also man hatte da auf, ähnlich wie wahrscheinlich Battlefield halt, ne? Da hast du ja auch dann wahrscheinlich dann deinen, ich hab's aber noch nie gespielt, Battlefield, muss ich sagen. Aber da hast du auf jeden Fall wahrscheinlich auch deinen normalen Transporter, hast einen Panzer, hast irgendwie Hubschrauber, irgendwie sowas in die Richtung, irgendwie noch ein anderes Fahrzeug oder sowas in bla bla. Und das finde ich eigentlich immer wirklich ganz interessant eigentlich. Weit weg. So, wie viel Ratten? Einen Rattenritter brauchen wir noch und dann hätten wir das hier. Die Funkenhunde troppen, glaube ich, immer noch so bescheiden, wie sie es früher gemacht haben. Ja. Die droppen nicht gut. Ich habe auch erst viele Drops. Oh, ich habe 12. Oh, lol. Ich hab 4. Tut mir leid. Scheiße. Wie gesagt, du kriegst mir die ganzen Drops. Ja, das kann sein. So, zack. Versteckten Titel erhalten, juhu. Ja, warte mal, ich muss mal hier... Ah, scheiße. Also, ich mach mal hier... Das ist... Ja, klar. Du pullst die Mobs, du tötest sie und drückst instant auf Aufsammeln. Zumindest meistens. Nicht immer, aber meistens. Oh Mann.
Ja, bei Fiesta habe ich nie das Gefühl gehabt, dass der Ping da so einen krassen Unterschied macht. Da macht ein 10er oder ein 15er Ping irgendwie keinen Unterschied. Also, es ist eindeutig bei Minecraft, das ist so der mit dem besseren Ping. Kriegt es bei Fiesta, kommt es mir so vor, das wird einfach random entschieden. Oh, ich bin 71. Ja. Gecheatet. Ja, ich habe 9 mal Fino gemacht, das hat 90% halt gebracht. Ich hatte Langeweile gestern. Hatte nichts zu tun und habe einfach ein paar Mal Fino gemacht und dann hatte ich 99%. Ja, Fino ist auch ein. Ist nach Bijus. Nach der Level 100 Biju-Kaku meine Lieblings-Kaku. 100 bis 110 halt. Also heute ist es echt eigentlich richtig eine Herausforderung, alter Hund. Der Hund vom Nachbarbelt, hört man das. Heute ist es eigentlich eine ziemliche Herausforderung, in die Biju-Kaku reinzukommen. Zumindest war es noch vor 3 Monaten so. Ob es jetzt immer noch so ist, weiß ich nicht. Ich habe jetzt übrigens 10 Drops. Genauso Bijus Heiligtum, 115 bis 125 Kaku. Das ist auch eine richtige Herausforderung, da reinzukommen. Da musst du richtig schnell sein und klicken auf diese Sanduhr halt, damit du überhaupt da reinkommst. Bijus Heiligtum, Level 115 bis 125. Da musst du auch schnell sein, damit du da überhaupt reinkommst. Das ist auch eine ganz nice Kaku, aber die fällt des Öfteren gerne mal, weil die Kaku echt nicht leicht ist. Der Boss macht extrem viel Schaden, es sind Mobs ohne Ende da, die Mobs halten extrem viel aus und machen extrem viel Schaden. Selbst bei plus 10 Equip fällst du da locker mal mit 4-5 Hits teilweise um. Zumindest beim Boss halte ich mit meinem Krieger 4 Hits aus, dann bin ich tot mit plus 10 Equip und plus 9 Schmuck. Und mit 50er Amu halte ich vielleicht 10 Hits aus. Und wenn dann kein Clery heilt, weil die Clerys gerade anders beschäftigt sind, ja, dann ist halt nicht so günstig. Die Kaku ist halt echt schon eine Herausforderung. Ah, super, mein Mikro war die ganze Zeit deaktiviert. So, sorry Leute, ihr habt leider wirklich die ganze Zeit wieder keinen Ton gehabt. Ah, super. Was ein Scheiß. Oh Mann. Ach man, na gut, aber momentan bin ich sowieso noch am. Ich glaube, das sind sowieso die Wochenendfolgen, wo dann doppelte Folgen rauskommen. Ja, tut mir echt ganz so leid. Ich weiß jetzt nicht ab wann. Könnte auch direkt vom. Am Anfang hatte ich noch wirklich noch Audio-Test gemacht. Weiß gar nicht, wann ich dann die Tastenkombination dafür gedrückt habe. Ah, das ist echt ärgerlich. Aber was soll's. Kann man nichts machen. Passiert eben. Das sollte aber nicht mehr allzu häufig hoffentlich passieren. Muss ja wirklich mal an der Professionalität mal wieder ein bisschen mehr arbeiten. Bin auch immer mal ein paar Folgen wieder ausgefallen. Ja, aber wirklich leider zu wenig Zeit. Mann. Ja, ist halt wirklich so. Denn man kommt halt immer, du hast es ja jetzt ein Stück weit mitbekommen, ne? 17:30 bin ich meistens immer so roundabout zu Hause. Ja, bis um 11 hat man dann meistens noch Zeit. Na gut. Aber dann kommt halt immer noch irgendwie was anderes dazwischen. Ich glaube, wir gehen einfach nochmal zurück, glaube ich, oder? Eingang, weil da sind noch hier 5, was ist das? Bei Navaha. Und was habe ich hier noch? 6, Haut eines roten Findlings und so weiter, bla bla. So. Naja, gut, wie dem auch sei. Ja, bei mir ist auch bald, ich mache bald Ausbildung und so und dann habe ich immer, ja, dann hab, da kommt halt noch bald wieder Schule dazu und dann habe ich meistens erst ab 16, 17 Uhr Zeit und in der Woche. Achso, da kommen dann auch Aufgaben dazu. Richtung IT. Und was genau? Ja, das muss ich mir nur aussuchen. Da gibt's viele Zweige. Ja.
Und ich habe es noch nicht ganz ausgesucht. So. Zumindest dort, ich weiß gerade nicht mehr, wie das heißt, CJD irgendwas, hier in Homburg bei uns. Da gibt's, die haben uns das da vorgestellt, als wir da zu Besuch waren, und da gibt's so viele Auswahlmöglichkeiten, was man da machen kann. Und ich muss mir das erstmal aussuchen, was das Beste da ist, was ich da nehme. Also. Willst du das betrieblich machen oder willst du das schulisch machen? Das weiß ich auch noch nicht ganz. Das muss ich mir halt alles noch überlegen. Betrieblich wird immer, ja. Betrieblich ist, muss man halt erstmal einen Betrieb halt finden. Ne? Das ist natürlich immer erstmal so eine Sache für sich, einen Betrieb zu finden. Ja. Ich für meinen Teil muss sagen, wie gesagt, wenn man halt ein bisschen die Folgen von Fiesta, Fiesta war das nicht, sondern eher von Dragon Nest war das damals noch, da hatte ich ein bisschen darüber erzählt. Sich da ein bisschen, wenn man die Folgen ein bisschen kennt. Also ich hatte schon meine Schwierigkeiten gehabt. Bin ja jetzt auch in dem Bereich auch untergekommen, aber ich hatte ein wenig meine Schwierigkeiten gehabt, in diesem Bereich halt unterzukommen, fand ich persönlich. Und ich habe eigentlich einen mittlerweile relativ guten und starken Lebenslauf. Daran kann es nicht liegen. Bin eigentlich auch jetzt nicht unbedingt der schlechte Redner. Dass ich irgendwie, dass es irgendwie daran liegen könnte, aber oder gelegen hat, aber naja, gut, muss man mal schauen, ne? Demnächst lerne ich vielleicht dann nochmal meine Leute kennen, die mich ausgestochen haben, und dann kann ich selber entscheiden, okay, gut, die sind wirklich besser oder die sind wirklich schlechter oder wie auch immer, bin ich mal gespannt drauf, auf jeden Fall. Leute, die dich ausgestochen haben, alles klar. Naja, ist ja so, ne? Das ist ja so. Ja, Berufsschule halt, ne? Da lernst du dann halt die Leute kennen, ne? Also, ja, ist ja wirklich so. So, da bin ich mal gespannt, ob die dann wirklich, mit was die dann halt angenommen wurden, dann kann ich halt auch mal Vergleiche halt ziehen und kann halt auch dann da nochmal ein wirklich interessantes Feedback, denke ich, dann halt auch am Ende geben. Und wird man sehen halt auf jeden Fall, ne? Ist eine Mütze. Ja. So, allerdings muss ich sagen, oh, die Haut des roten Findlings, ich glaube, die wird ausfallen. Die Nawa-Haare waren, glaube ich, auch Drops, die nicht wirklich viel und großartig gedroppt sind. Dann ist die droppt eigentlich relativ gut, die Haut. Ich habe 14 Haut. Haut? Achso, Haare meine ich. Ich habe keine Haut. Du hast gesagt Haut eines roten Findlings. Ja, da habe ich 14 Stück. Achso, ich habe 3 oder 4. Ja, jetzt habe ich mal alles genommen. Ja, das stimmt wohl. Die Nava-Haare, die wollen auch nicht droppen, aber es sind nur 5, wird doch jetzt welche gedroppt. War das nicht in der WDH sogar? Bin ich mir jetzt nicht sicher, man braucht 5 Stück, ich habe jetzt 4 und die Wasserschlacht ist offen. Ja, dann lass mal rein da. Sofort voll. Da ja, die ist relativ schlecht besucht. Da geht kaum noch einer rein. Ja klar, natürlich, die Leute haben sich am Anfang alles ihr Equipment geholt. Hä, was macht die denn da? Achso, die ist ein bisschen gelaufen, deswegen. Hä, aber das ist Buggy? Was denn? Ja, die hier oder da, wo ich jetzt zu mir hingehe, hat die eine Nova hingehauen gehabt. Also hat man das Nova-Feld gerade noch gesehen. Warum auch immer. Ja, das kommt ab und zu mal vor. Komisch, weil die noch gerade noch in der Mitte stand und das sah ein bisschen kurios aus. Mehr als war auch nicht. Oh, geht sogar schon los. Was geht los? Oh, dann bin ich in der falschen, ich bin in der Tortenschlacht. Bist in Tortenschlacht gegangen? Ja. Ja, die Tortenschlacht, die ist noch relativ gut besucht. Die Wasserschlacht eher weniger. Gibt's da auch die Wasserschlacht, du gehst in Tortenschlacht. Ja, da gibt's halt diese Tortenschlachtmünzen, das sind verschiedene Scheiße. Oh fuck, man. Ich hab nur gesehen, kann man sich Cover für holen. Ich hab nur gesehen offen und dann war's. Oh, was für ein Scheiß. Hä? Wie sind die anderen besucht? Achso, ja. In Wasserschlacht ist einer drin. Achso. Ja, da bin ich nur drin. Achso, das ist ja lächerlich. Die Tortenschlacht ist relativ gut besucht und die Wasserschlacht geht keine Sau rein. Das ist ja lächerlich. Ich muss mir erstmal was kaufen hier. Oh, kacke. Das ist eigentlich 1:1 dasselbe, nur du kriegst halt andere Münzen. Ja, ich weiß. Und eine andere Map halt mit anderen Items.
gammelt der Mage hier rum, ey. Was will der hier? Muss ich erstmal zurechtkommen hier. Oh, jetzt habe ich das Eis weggehauen, toll. GG. Ich mach hier gerade gar nichts in der KQ. Oh, ja, dann bist du ja sehr hilfreich für dein Team. Aber ich hab gewonnen. Ich bin sogar der letzte Überlebende gewesen, glaube ich. Oder ist das Buggy? Steht doch oben. Oben steht, wie viele von dem jeweiligen Team noch leben. Achso, ja. Nee, alles gut. Dann war ich schon mal der Einzige. Eine wahre Kloppen ist langweilig alleine, als Cleri. Ja. Ja, bin gerade noch beschäftigt. Gut. Du? Nee, ich nicht. Ich bin hier noch am Leben. Ich habe das Siegerteam scheinbar erwischt. Yay. Wie Runden brauchen wir? 3. Ne? Ja, ist auch gleich vorbei. was für ein Fail. EG. Das sage ich dir. Haben wir alle dieses Kleid an in der Kaku? Ja, das sieht man automatisch an. Achso, okay. Jetzt auch im Inventar? Nö, das hast du einfach. Achso, das hat man einfach so drüber gelegt, okay. Ja. Oh, fuck. Jetzt ist Fino B. Achso, stimmt, der Fino war ja. Ja, auch ich habe einen gekillt. Ich wurde aber auch gekillt. Scheiße. Fino B ist offen. 7 Leute drin, 8. Wo, Fino B? Fino A ist schon lange im Gange. Dann würde ich sagen, das ist hier sowieso, also werde in 30 Sekunden teleportiert. Ja, ich würde sagen, hier verabschiede ich mich schon mal. Also tut mir leid wirklich, ich muss nochmal schauen, wann denn der Ton ausgefallen ist. Das tut mir echt leid. Ja, natürlich dann der zweite Fail ist natürlich hier das mit der KQ. Und ja, naja gut, aber das kriegen wir gleich wieder in den Griff. Ist ja kein Problem, hat ja jetzt auch nicht so lange gedauert. Das war auf jeden Fall eine weitere Folge von Fiesta Online. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.